Die Rettungskräfte waren am 28. Oktober auf der gesamten ostfriesischen Halbinsel im Dauereinsatz. In den Mittagsstunden fegte ein Orkan über Niedersachsen hinweg. Für eine Frau im friesischen Moorhausen kam jede Hilfe zu spät. Sie wurde in ihrem Auto sitzend von einem herabstürzenden Baum erschlagen. Die schlimmste Folge des ersten Herbststurmes. Die Liste der Sturmschäden ist lang. Viele Straßen mussten kurzzeitig gesperrt werden, weil Bäume auf der Fahrbahn lagen. In der Wittmunder Brückstraße riss es einen Baum samt Straßenpflaster aus der Erde. Direkt nebenan deckten die Böen das Dach einer Spielhalle ab. Insgesamt meldete das Polizeikommissariat Wittmund 73 Orkaneinsätze zwischen 12.45 Uhr und 17 Uhr. Auch die Bahn stellte ihren Verkehr zwischen Esens und Oldenburg vorübergehend ein. Genau wie die Fähren zu den ostfriesischen Inseln.